Hallo Frau Baker, Papa Karl hat mal kurz hallo, stehen. Hallo Baby Dania. Oh nein. Hallo Frau Baker, wie geht's Ihnen denn? Papa Karl, das ist unsere neue Lehrerin in der Schule, das ist Frau Baker. Ich mag warte, sie total stopp, gerne. Stopp, sie ist deine Lehrerin? Ja, sie das ist, meine ist dein Lehrerin. Papa. Oh Frau Baker, wie geht's Ihnen denn? Ja, das oh ist mein Papa. Leute, das Papa Leute, Karl. Das ist meine Ex. Und ich glaube, Papa Kahn ist auch da. Hallo, Papa ja, Kahn, ich bin weißt du, was da. Ich hallo, gehört Baby Danja. Alles klar hallo, bei dir? Du weißt, was ich gehört habe? Ich habe was richtig Cooles gehört. Das glaubst du überhaupt nicht. Ja, was denn? Das ist richtig cool und krass. Hallo, Leute. Da müssen wir jetzt aber auch sofort hingehen. Versprich können wir gerne Papa machen. Kahn, bitte. Aber wo willst du denn hin? Also pass auf, es gibt jetzt einen neuen Spielzeugladen in den Job. Oh ja, das habe ich gehört, ich mir gedacht, also ein Spielzeugladen, das klingt ja nur wirklich nach mir. Und deshalb sollten wir dann unbedingt mal zu zweit hingehen. Ja, und vielleicht kannst machen. Du mir da ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielzeuge kaufen. Ja, wieso nicht? Also wenn da auch was Tolles für mich ist. Also es war ja auch Vatertag und du hast mir kein Geschenk gemacht. Also vielleicht kannst du mir ja noch nachträglich was kaufen. Okay, ich glaube, den habe ich ein bisschen vergessen. Ja, ich weiß. So, wollen wir das mit dem Auto dahin? Du hast auch den Kindertag vergessen. Wollen wir mit dem Auto dahin? Ja, wollen wir. Okay, dann einmal bitte. Oh ja, cool, mit dem Hover. Sorry. Also fahren wir einzeln. Okay, dann fahren wir eben einzeln. Ja, du brauchst auch ein ich Auto. Ich habe sowieso ein cooleres Auto. Guck ja mal, ich habe nämlich diesen oh, ja, das coolen Auto, Dino-Truck. Das Auto kenne ich ja noch, ne? Das passt gut zu Baby Danja, dieses Auto. Findet ihr nicht auch? Ich finde, das passt perfekt zu Baby Danja. So, ach, das? Ach, natürlich, neben Rich. Guck mal, da ist sogar eine Achterbahn drin. Meinst du, ich kann mit der Achterbahn fahren? Wir können aber ja mal fragen. Ich kann mit der Achterbahn fahren. Warte ja, aber kurz, bitte vorsichtig, ne? Ja, kein Problem. So, bist hallo, du denn schon drin? Du hast ja einen richtig coolen neuen Laden. Also, mir gefällt es hier ja richtig gut. Da guck bin ich mal, jetzt so mal viele gespannt. Spielzeuge. Oh mein Gott. Wow, das ist ja. Wow. Das ist ja wirklich riesig. Komm mal hoch, hier geht's hoch, Papa Kahn. Ich bin hier ganz nach ja, oben. Ja, bist du aber bitte vorsichtig. Hallo, guten Tag. Ich ja, bin wir schauen uns ein bisschen um. Hui. Oh, das ist ja echt oh, das wunderbar ich hier. Eisenbahn. Ich will da mit dieser Eisenbahn fahren. Und dann will ich alle Spielzeuge kaufen. Beziehungsweise mir kaufen lassen. So, okay. Boah, guck mal, ich stehe hier auf dem Rauch von der Rakete. Papa Kahn, ich bin hier ganz oben. Siehst du mich, Papa Kahn? Guck mal, ich bin hier ganz oben. Okay. Ja, sofort. Ich will jetzt mit dieser Eisenbahn. Baby Danja, ich habe dir auch ein Geschenk gekauft. Irgendwie muss das doch funktionieren. Baby Danja, ich habe ein Geschenk für dich. Wie geht denn das? Hier? Baby Danja, ich habe ein Geschenk für dich. Los? Tut, tut. Baby Danja. Oh, jetzt bin ich hier unter die Reifen gekommen. Ups, ich glaube, hier sollte ich mal weggehen. Das glaube ich nicht. Baby Danja, kommst du da bitte runter? Bitte. Ja, komme ich. Wo bist du denn, Papa Kahn? Hier vorne, hallo. Hier vorne. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, guck mal, das ist ja ein Mint. Grün, guck mal, was das für ein süßes kleines Mäuschen ist. Komm, ich will die ganzen anderen Sachen auch noch kaufen. Komm mal mit Papa Kahn. Ja, warte. Also, Papa Kahn. Ja? Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das ist ja ein toller Tag. Ich kriege ein Geschenk von meiner Tochter. Das freut ja mich. Also, pass auf. Ich habe, vielleicht mach mal ist die es Augen ein zu. Pet. Vielleicht ist es ein Auto. Mach die Augen zu. Wer weiß. Mach die Augen zu, mach die Augen okay zu. Okay. Vielleicht ist es ein Auto, vielleicht ist es ein Pet, vielleicht ein Flugzeug. Ich bin so gespannt. Okay, jetzt kannst du gucken. Ich dann ja ein klasse Geschenk einfallen lassen. Guck mal, wie cool das aussieht. Das sieht aus, als wäre es ein bisschen schlecht. Ja, ist dir schon mal aufgefallen? Es ist süß, oder? Solange es von dir kommt, Baby Danja, ist das in Ordnung. Oh, Papa Kahn, guck mal, ich hätte voll gerne hier noch so einen großen Hasen. Der ist ganz schön süß. Ja, vielleicht und kommt dann, er noch. Oh, guck mal, ich will hier so einen Ballon haben, Papa Kahn. Kannst du mir so einen Ballon bitte kaufen? Nein, ich hab dir ein Häschen gekauft und das reicht auch erstmal für heute, okay? Hey, aber du hast doch gesagt, wir kaufen hier ein paar schöne Sachen ein. Baby Danja, ich hab dir was gekauft und wir können ja jeden Tag hier jetzt rein, okay? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So, kommst du jetzt bitte mit? Wir gehen jeden Tag hier rein und gehen hier jeden Tag einkaufen. Das halte ich für eine absolut ja fantastische Idee, Papa Kahn. Baby Danja, du musst auch langsam zur Schule jetzt, ne? Ja, ich komme ja mit. So, ab zur Schule. Ich warte dann zu Hause und du kannst dann zu Hause, oh, hallo Frau Baker, Papa Kahn hallo, hat mal kurz hallo, stehen. Baby, hallo, ja? Baby Danja. Oh nein. Hallo Frau Baker, wie geht's Ihnen denn? Papa Kahn, das ist unsere neue Lehrerin in der Schule, das ist Frau Baker. Ich mag warte, sie total stopp, gerne. Stopp, sie ist deine Lehrerin?
Becker, das ist meine Papa. Frau Becker, wie geht's Ihnen denn? Ja, das ist mein Papa, Leute, das ist Papa Kane. Er ist ziemlich berühmt hier in Adopt Me City, aber nicht ganz so berühmt wie ich. Also Frau Becker, ich wollte Ihnen meinen Papa vorstellen, weil Sie müssen ja auch wissen... Bibi Dania, kannst du vielleicht schon mal zur Schule gehen? Ja, Bibi Dania, bitte, das wäre ganz gut. Ja, also ist am besten, ich lasse euch mal kurz allein. Ja, geh du mal ruhig vor, wir können ja schon mal einen Elternsprechtag hier machen, ne? Ja, eine Sache. Julia, was machst du hier? Ja, ich bin hier hingezogen. Ich bin die neue Lehrerin. Du weißt doch ganz genau, dass ich in der Adopt Me City wohne. Warum zieht... Ja, du verfolgst mich schon wieder, ne? Nein, tue ich nicht. Ich hab mich schon damals deswegen von dir getrennt, weil du mich immer verfolgt hast. Woher soll ich denn wissen, dass du hier wohnst? Du weißt ganz genau, ich wohne schon seit Jahren hier in der Adopt Me City. Ja, aber woher soll ich wissen, dass deine Tochter hier zur Schule geht? Ja, als ob du das nicht weißt. Nein, weiß ich nicht. Komm, ja. Aber eine andere Sache. Wie geht's dir denn überhaupt? Wie geht's dir denn überhaupt? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir eigentlich jetzt, da du mich so siehst? Ja. Findest du mich eigentlich immer noch hübsch, oder? Nein, das hat doch nichts damit zu tun, ob ich dich hübsch finde oder nicht. Du bist einfach... Du hast mich verfolgt. Ich hab dich nicht verfolgt. Du hast mich 24 hab Stunden... Hab ich nicht. Sieben Tage die Woche hast du mich verfolgt. Das stimmt nicht. Das waren nur 6 Tage. Ja, wow, super. Sonntag war dann mal frei, oder was? Ja, Sonntag, das war ein Ruhetag. Den respektiere ich auch. Julia, ich sag dir nur eins. Lass... Ich weiß, dass du eine gute Lehrerin bist. Ja, bin ich auch. Ich bin die beste Lehrerin. Aber wehe, du sagst, Baby Dania, ja, wir müssen mal zu Hause mit dir, mit deinem Vater sprechen oder so. Ich möchte auch nicht, dass sie davon weiß. Aber ich sehe keinen Finger. Dass wir mal zusammen waren. Ich sehe keinen Ring am Finger. Das brauchst du auch alles gar nicht wissen, das ist Privatsphäre. Wir sind einfach Freunde und Bekannte, besser gesagt. So, du bist die Lehrerin von Baby Dania. Das finde ich gut, weil du eine gute Lehrerin bist. Aber du bist keine gute Partnerin. Ja, toll. Das habe ich dir damals auch schon gesagt. Und jetzt soll ich in die Schule gehen und so... Hallo, Papa, hallo, Baby Dania. Hallo, Susi. Na, wie geht's euch beiden? Habt ihr euch schön kennengelernt? Ja, also, Frau Becker wollte gerade zur Schule kommen, ne? Weißt du, was mir aufgefallen ist, Papa Kahn? Ja. Ich weiß, also, das ist vielleicht jetzt ein bisschen privat und so, aber ich glaube, sie würden sehr gut zu meinem Papa dran. Ach, nein. Ist leider nein. Ach, wirklich? Nein. Total verliebt. Nein. Das findest du auch? Aus dem Eisladen. Oh. Ja, finde ich schon auch. Wirklich? Bibi Dania, gehst du bitte zur Schule? Dann dein Papa läuft ich weg. Ich war schon in der Schule. Dein Papa läuft weg. Was machen wir denn jetzt? Dann gehst du halt nochmal dahin. Tut mir leid, Frau Becker, bis später. Ja, dann bis später. Papa Kahn, wo bist du denn jetzt hin? Bibi Dania, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, ich komm doch auch mit, aber warum bist du denn plötzlich so sauer? Ich bin nicht sauer. Oh Gott, sie darf davon nichts merken. Bibi Dania, ich bin nicht sauer. Achso, es wirkt jetzt gerade so ein bisschen so. Hast du dich mit Frau Becker gestritten, als sie irgendwas Schlechtes über mich erzählt? Ich hoffe nicht, weil eigentlich verstehe ich mich Mäuschen. Total gut mit Frau Becker. Mäuschen, und ist ja, eigentlich ich auch weiß. Super nett zu mir. Sie ist die besteste Lehrerin, die wir in dieser ganzen Schule haben, muss ich sagen. Sie das ist sehr toll. Kompetent und sie weiß, wovon sie redet. Letztens hatten wir Modeunterricht. Und da hat sie... Spannend. War jetzt nicht ganz so toll wie ich, aber trotzdem ziemlich gut. Und dann hatten wir ziemlich guten Unterricht. Über was habt ihr euch denn unterhalten? Habt ihr euch darüber unterhalten, was ich für ein krasses Ausnahmetalent in der Schule bin? Ja, genau. Genau darüber haben wir uns ganz lange und intensiv unterhalten. Das dachte ich mir schon. Also Papa Kahn, aber ich finde wirklich, dass sie gut zusammenpassen würde, du und Professor. Ja, aber du weißt... Also, weil Elsa kannst du ja nicht haben. Es tut mir auch leid, aber du kannst nicht ewig Elsa hinterher trauern, Papa Kahn. Aber du Baby musst Dania, mal ein bisschen weitergehen Dania, ich kümmere mich doch... Leben. Guck mal, ich muss mich um Susi kümmern, ich kümmere mich um dich. Da habe ich schon viel zu tun. Ich muss arbeiten. Du weißt, ich bin ständig als Diplomat unterwegs. Ich bin doch überhaupt gar nicht anstrengend. Als ob es anstrengend wäre, sich um mich zu kümmern. Ach, Mäuschen, das bist du nicht. Das weiß ich ja auch. Aber weißt du was? Sie ist deine Lehrerin. Und ich weiß, dass sie eine gute Lehrerin ist. Aber das geht auch nicht. Ich kann jetzt auch nicht mit der Lehrerin zusammen sein und so. Das möchte ich auch nicht, weil ich kenne sie ja auch nicht persönlich. Ach, ich habe sie auch nie gekannt. Ich glaube, das wäre natürlich auch ein bisschen problematisch, weil dann würden die anderen Schüler schon wieder über du? Mich sagen, dass ich meine guten Noten nur bekomme, so weil klug, du mit der Lehrerin Baby Dania, du bist so bist. Klug, dass du es erkannt hast. Du bist ja, so das klug. Stimmt natürlich. Da hast du total recht, Papa Kahn. Und du hast natürlich auch recht damit, dass ich total klug bin. Aber trotzdem, muss ich sagen, würdet ihr ziemlich gut zusammenpassen. Ihr seht schon ziemlich hübsch aus nebeneinander. Ja, ich weiß, aber... Aber gefällt sie dir eigentlich auch? Also jetzt mal ganz ehrlich, Papa Kahn, gefällt sie dir? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Wirklich nicht, Frau Becker? Ich hätte gedacht, die ist schon eher dein Typ, weil Elsa magst du ja auch. Ich dachte, die sehen sich so ein bisschen... Nein, also nein, mit Frau Becker, nein. Nein. Nö. Nein. 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 Und gar nicht übertrieben, meine ich. Nein. Du bist rot! Baby Dania! Papa Kahn wird ein bisschen rot, bist du ein bisschen verliebt in Frau Becker? Also Papa Kahn, wir könnten da bestimmt irgendeine Regelung finden. Also das Baby Dania, wir brauchen da keine Regelung finden. Wir brauchen über dieses Thema nicht mehr sprechen. Sie ist deine Lehrerin und fertig aus. Ich gehe jetzt in den Pool. So, und ich möchte über dieses Thema nicht mehr sprechen, damit das klar ist. Habt ihr das gesehen, Leute? Papa Kahn war ganz schön rot. Papa Kahn hat ganz schön Zwang gemacht. Vielleicht Susi, mag nein. Frau Becker ja doch nein, ein bisschen. Kommt nicht in Frage. Weißt du, wie oft sie mich eigentlich verfolgt hat früher, wo wir noch in Brookhaven gewohnt haben?
Wenn du wüsstest. Also Leute, ich glaube, ich muss unbedingt nochmal mit Frau Baker reden. Und dann muss ich da irgendwie mal was klar machen, dass sie sich mal treffen können. Das ist ja, also, das geht ja nicht. Papa kann es jetzt, also ich meine, mit Elsa hat das nicht geklappt. Das kann ich auch verstehen, weil Elsa ist schon ziemlich fabulös und so. Und Frau Baker ist auch toll. Also nicht, dass ich jetzt finde, dass Frau Baker nicht toll ist und Papa kann es ja auch toll und so. Aber bei Elsa hat es nicht geklappt. Vielleicht funktioniert es ja bei Frau Baker. Papa Kahn ist da immer nicht ganz so schlau. Der versaut das immer ziemlich schnell. Deshalb sollte ich da mal ein bisschen einschreiten und mich darum kümmern. Papa Kahn, ich gehe dann mal in die Stadt. Ja, ciao, je, bis später. Ja. Und euch sehe ich auch später, Leute. Ciao. Ja, aber nicht vergessen, ne? Mit Frau Baker ist das jetzt geklärt, oder? Ja, ja, ciao, ciao. Gut, tschüss, Leute. Also, wollen wir hoffen, dass das gut geht, ne? Also, ich kann mir auch nicht erlauben, jetzt, wo Baby dann ja nicht da ist, noch mal eine kurze Sache dazu. Also, es war schon ziemlich anstrengend in Brookhaven mit Julia, also Frau Becker. Ich kann nur Julia zu ihr sagen. Und, also, ich behaupte immer noch, dass sie nach Dogme City gezogen ist, um mich wieder zu verfolgen. Sie weiß ganz genau, dass Baby dann ja meine Tochter ist. Und deswegen sage ich, Vorsicht, Leute, Vorsicht. Tschüss.